Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Wir hatten gestern einige Probleme und zwar haben wir das Spiel nicht mehr zum Laufen bekommen. Aber der Löwe hat's geklärt, der Löwe, der hat uns diesen Fehler beseitigt und aus diesem Grund bekommt er von mir eine Lunchbox als Dankeschön. Und deswegen haben wir heute zwei Lunchboxen, denn wir haben heute ja auch noch einen Gewinner ausgewählt. Und das werden wir gleich unternehmen. So, lassen wir euch mal so stehen. Eine Sache vorweg, wenn wir angegriffen werden, dann werde ich ab sofort jeden Angriff abwarten, bevor ich eine Folge beende. Weil das war der Fehler im Endeffekt, dass wir angegriffen worden sind und ich habe nichts gemacht. Tja. Plauschi, lass Shiva in Ruhe. Hörst du das rumgejammer? Wahrscheinlich nicht, ne? Und wenn ja, dann ist es gruselig. So, erstmal. Erstmal Deadline. So, Deadline, mein Freund. Übrigens, dadurch, dass ich jetzt den Schichtwechsel und alles hatte, habe ich am Wochenende nichts geschafft. Das heißt, ich werde heute eure Inventare aktualisieren und auch die Stimpacks um 18 Uhr raushauen. Das heißt, wenn ihr um 18 Uhr in Discord seid, habt ihr eine gute Chance, Stimpacks zu bekommen. Wir haben zudem auch ein bisschen mehr Stimpacks diesmal, weil wir Räume gebaut haben. So, ein Tischventilator für Deadline. Eine rostige 32er Pistole, ich gebe dir einfach Geld, weil da bist du mit den Fäusten fast schon besser dran. 50 Energie für Deadline. 100 Kronkorken für Deadline, also hier erstmal Applaus, er hat etwas bekommen. Und da wird jetzt eine legendäre Rüstung drin sein. Er hat's versucht. Niemand kann mir nachstellen, ich hätte es nicht getan. So, jetzt kommen wir zu der Löwe. Für dich, mein Freund, hoffe ich, dass da ordentlich was drin ist. Dass da richtig das Gold quasi raus explodiert und nur noch Goldsachen rauskommen. Ein Mikroskop. Ein Radaway. Eine 10mm Pistole. 8 Kronkorken. 100 Kronkorken. Leute, wenn da jetzt ein 500 Kronkorken drin ist oder ein Bewohner, dann raste ich aus. Oh. Okay, dieser Bewohner ist akzeptiert. Ja, der Löwe, herzlichen Glückwunsch, hast du dir auf jeden Fall verdient, dadurch, dass du den Speicherstand gerettet hast. Löwe Junior. Ja, cool. Richtige, direkt legendäre Sachen daraus. Nice. Krass. Okay. Lord Hunting, ne? Du warst ja draußen. Du kriegst auf jeden Fall deinen Baseballschläger. 5 bis 15 Schaden. 7 Stims und 7 Red bekommst du wieder. Der lebende tote Briefkasten, das machen wir auch gleich, aber erstmal müssen wir uns um das andere kümmern. Nice! So, und dann gucken wir uns natürlich auf jeden Fall diesen Kollegen hier an. Stellen wir ihn erstmal. Wo stellen wir dich denn hin? Gute Frage. Passt du hier noch rein? Da bestimmt. Ja, geh mal zu Deadline, damit er sieht, was er verpasst hat. So, mal gucken, wie sieht denn deine Ausrüstung aus? S2, P2, I2, A2. Lasermuskete 10 bis 13 Schaden. Das ist nicht schlecht. Oh, shit. Oh, shit. Ja, das ist nicht gut. Billy, du packst das. Hilfe? Wieso ist eigentlich die Laserpistole in der Hand? Habe ich ihm die gegeben, damit er sich verteidigen kann? Ja, ne? Ach du Scheiße, Steven Pratt.
Ja komm, verpass den mit dem Baseballschläger ein. Bam! Immer schön auf den Kopf. Bam! Komm, gib ihm! Ach du Scheiße. Hier da unten müsste regeln. Das sind immer die Vault Explorer. Die können einiges reißen. Wenn eine Todeskralle fällt, wäre das schon sehr toll. Nicht eine Todeskralle ist gefallen. The shit. Ja, zumindest sieht man, dass die Vault Explorer ein bisschen was aushalten. Ja, eine weniger. Jetzt kommen die Mädels dran. Job Anderson und Busy Six. Ja, bei denen läuft es nicht so gut. Man sieht, die sind nicht so trainiert. Ach du Scheiße, die haben mir nur zwei billige Pistole. Okay, das ist das, was ich befürchtet habe. Ich meine, glücklicherweise sind die Todeskrallen recht fix damit runterzugehen. Aber das habe ich halt befürchtet, dass sie ewig nach unten brauchen. Aber darum werden wir uns auch kümmern. Wir werden die Vault jetzt erstmal in diesem Stil behalten. Wir werden sie ein bisschen pimpen, wir werden den Masterplan ein bisschen weiter ausbauen. Und wir werden auf jeden Fall Verteidigung oben reinsitzen ohne Ende. Wenn der Kampf hier eines Tages vorbei ist. Oh, Leute. Oh. Diese Räume sind hier nicht gut. Diese Fahrstühle hier müssen weg. Weil der Plan war eigentlich, dass sie hier entlang laufen. Ist das jetzt? Die 12. Achso, der andere war mein Sohn. Ah, huch. Frank Dover. Komm wieder zurück. Was hast du denn für Klamotten an? Achso. Oh, die haben auch keine Waffen. Ei, ei. Ich kann euch nicht heilen, wenn ihr euch bewegt. Okay, jetzt kommen sie zu euch, Kollegen. Da krepieren die. Oder Pro. Der ist schon umgekippt, bevor er angekommen ist. Ja, ja. Aber ist trotzdem sehr viel Leben verloren gegangen. Und das sind eigentlich die Leute, die wir beschützen müssen. Ja, cool. Er ist Stufe 31, ey. Not bad, not bad. Ja, sag Bescheid, was du da machen willst, der Löwe. Und dann gucken wir gemeinsam mal, was möglich ist. Halt, nein, dich wollte ich gerade gar nicht hintun. Da wolltest du hintun. Jason. So, läuft hier noch jemand durch die Gegend? Nope, okay. Dann haben wir hier Shop Brooks. Du hast trainiert P. Und du warst Pasco. So habe ich es mir übrigens gemerkt. Glaube ich. Bin mir fast sicher. Zu 80%, dass das Pasco ist. Wo haben wir denn... Werkstatt, nee, Sporthalle, Pasco. Der Bruder möchte Stärke trainieren. Da, Pasco, P auf 5. Und du hast jetzt... 4. Okay, dann ziehe ich dir nochmal glatt ein bisschen ab. Ausrufezeichen. So. Nochmal 500 abgezogen, dann kannst du direkt weitermachen. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zu... Tywin Lannister. Du... Ja, ich drücke ja schon Escape. Du... wolltest eh auf direkt 10 bringen. Na gut, da hast du noch einen weiten Weg vor dir. E4. Alles klar. Okay. Kommen wir zum nächsten. Da haben wir Julian Junior. Sehr schöner Name, den ich mir ausgedacht habe übrigens.
Der möchte höchstwahrscheinlich auch aufziehen, wa? Alles klar, gut. Dann, wie viel hast du jetzt? 6. Das heißt, wir ziehen dir für 7 ab. Sehr schön, dann kannst du weitermachen. Und wen haben wir hier noch? Cynthia Walker, das ist der von Deadline. Und Deadline möchte Ausdauer auf 7 haben, genauso wie Julian. So, nice. Dann haben wir neu dazu gekommen, Bruder. Der möchte seine Stärke auf 3, 4 und 5 trainieren. Bitte hintereinander weg, danke. Alles klar. Okay. Ich hatte letztens, als ich die Nachricht gelesen habe, gelesen, dass er geschrieben hat, ich möchte bitte S auf 3, 4 und 5 trainieren und bitte in dieser Reihenfolge. So habe ich das gelesen. Keine Ahnung, das war halt. Ich war schon völlig fertig. Wann war das? Ja, Samstag, logisch. Weil Samstag bin ich von der Frühschicht quasi in die Nachtschicht gewechselt. Und das hat mich völlig kaputt gemacht. Und da war ich total durcheinander. So, Bruder. Oh, wir wollten eigentlich die Leute noch rausschicken, ne? Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ach, Gottes Willen. Bruder, so. Geh mal Stärke trainieren. So, bitteschön. Du hast Stärke jetzt doch gerade auf 2, ne? Na gut. Da habe ich auch selbst gelesen. Wie doof bin ich denn? Bruder, 300 wird hier abgezogen. Zack. So. Ich mache das sowieso heute so, dass ich zwei Folgen hintereinander aufnehme. Das heißt, ich werde sie einfach jetzt alle rausschicken, die noch rausschickbar sind. Ah, die sind ja jetzt alle kaputt, ne? Ja, weißt du was? Wir heilen sie mal alle. Es war ein Todeskrallenangriff und wir waren ewig nicht mehr draußen. So. Deadline, den geht's natürlich gut, weil der Sack da hinten natürlich steht. Ganz im Schutz. Ach, Jason, du hast ja ganz alleine gekämpft. Arme kleine Potsau. So. Ja, wir müssen die Räume da rechts auf jeden Fall noch fertig kriegen. Wir haben jetzt 7000 Kronkorken. Wenn wir jetzt alle rausschicken, dann kriegen wir nochmal ordentlichen Kronkorkenschub. Und genau das ist das, wonach ich ziele. Ich habe doch bestimmt noch ein paar Stims, ne? Inventory. Ich habe zwei Stims. Ui! Damit gehe ich raus. So. Muss alles nehmen, was ich kriegen kann. Dann haben wir Deadline. Geht mal alle hier raus. Dann haben wir hier Yesin. Oh, schicke Bewohner als Südland. Ja, nice. Ich glaube, das war der Grund, warum ich sie rausschicken wollte. Monkeysas. Dann haben wir Jason. Hallo, Jason, jetzt, bitte. Zack. Okay, Lord Huntington, wie sieht's bei dir aus? Ach, hallo, da wollten Leute noch raus, oder? Auf eine Quest. Bestimmt wollten da Leute raus auf eine Quest. Scheiße. Ach, cool. Questanmeldung da. Ich würde gern Julian. Ist Julian noch da? Bestimmt ist er da. Ja, der ist in Krankenstation da oben. Alles klar, das ist doch schon mal ganz gut. Na, gucken wir mal kurz hier rein. So, überlebe 5 Angriffe von wilden Ghoulen ohne Opfer. Okay, sammle 6000 Kronkorken bei Quests. Klingt simpel. Sammle 70 Waffen. Das ist auch möglich. Klar, ich muss nur das Lager ein bisschen aufräumen zwischendurch und dann dürfte das eigentlich glatt laufen, ne? Ja. Also gut, gucken wir mal. Lord Huntington haben wir zuletzt gemacht.
Das heißt, jetzt gemeldet hat sich noch Pyro. Mit meiner eben in Shelter-Chat angemerkten förmlichen Kleidung möchte ich die Quest in geheimer Mission beginnen. Die erste Quest davon heißt der lebende tote Briefkasten. Ja gut, dann. Achso, da ist er doch schon unterwegs. Dann gucken wir mal Julian. In Vault 333. Und hier zu den Sprühlingsgefühlen schicken wir mal 1, 2. Nee, wir müssen die noch umbenennen. Ich muss die in der nächsten Folge erstmal umbenennen, bevor ich irgendwas mache. Nee, weg, keine Person. So, keine Person. Dankeschön, zurück. Wir können ja sowieso nur zwei auf einmal losschicken, ne? Julian. Neulich in Volta. Kleiner Drecksack. Okay. Julian. Na gut. Stimmst du Reds? Keine? Was soll ich sagen? Er will keine mitnehmen. Dann ist das halt so. Na gut. Überbring die geheime Nachricht. Oh. Ja gut. Dann sind wir wenigstens in Time mit der Folge. Ja, ich denke, diese Stims und Reds werden reichen. Oh, da war noch eine Kakerlake versteckt. Also wenn diese Stims und Reds nicht reichen, Leute. Ich schwör's euch, dann fresse ich heute noch diesen Besen, der da steht. Ich hab hier nämlich aufgeräumt. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, das steht alles jetzt wieder ein bisschen anders. Ich habe versucht, in der Wachzeit, wo ich am Wochenende wach war, fand das war echt, ja, cool auf jeden Fall, ne? Stellt euch vor, eine Woche lang steht ihr um 4 Uhr morgens auf. Und, ja, einen Tag später habt ihr um 4 Uhr morgens Feierabend. Das Das ist schon irgendwo ein bisschen seltsam. Normalerweise hat man ja immer ein Wochenende, um sich in die Zeitgewöhnung, an die Umstellung zu gewöhnen von der frühen Nachtschicht. Aber da ich diese Woche, da ich das derzeit nicht haben kann, wegen der Sechstageswoche, weil ich arbeite ja am Samstag, um von vier, nee, von 6 bis, was war das? 12 Uhr? Und dann habe ich eine Nacht Zeit, um zu schlafen. Und dann gehe ich direkt schon wieder zur Arbeit. Und das ist von der Früh auf die Nachtschicht, das ist echt ätzend. Oh, eine Schaufel, Glückwunsch. Und Redway. Wo sind die Desinfektionsmittel, wenn man sie mal braucht? Ja, das ist, solltest du mal andere fragen, die das immer wegkaufen. Der Rabe fliegt um Mitternacht. Ja. Das ist schön für dich. Solltest du nicht irgendwas darauf antworten? Ja, richtig. Der Lemur sieht alles, aber sagt nichts. Tut mir leid, ich habe die Parole vergessen. Die Nachricht für dich lautet: Alles in Ordnung, weiter so. Ich weiß es nicht mehr. Haben wir das in der letzten Quest bekommen? Man kann hier nichts falsch machen, Fallout Shelter. Das ist alles? Wow, ich bin froh, dass du dafür nicht getötet wurdest. Yay! Kaching! So, eine robuste Räderrüstung. Nice. Okay, das war's schon. Ja, Mensch. 99 Kronkorken, 2 Nuka-Cola, eine Schaufel und eine robuste Räderrüstung. Das war eine merkwürdige Quest. Muss ich schon sagen. Ich bin mir ehrlich gar nicht gesagt, ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich gleich überhaupt noch eine Folge aufnehmen kann. Weil ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger laufen. Und hier können wir auch nichts machen. Na gut, ich würde sagen, dann beenden wir einfach mal die Folge.
Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Kronkorken ausgeben für ein paar Gebäude. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind. So, wir müssen noch zwei Reihen voll machen. Ein bisschen Geld soll ich behalten, um die Bewohner wieder zu beleben. Gut, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.